Denn in der nächsten Folge werden sich Dinge verändern, die das gesamte Projekt verändern werden. Oh mein Gott, ja! Das, was wir hier jetzt haben, okay, das ist alles andere als Standard, okay? Wir spielen Vanilla, aber mit Graphic Mods, die das Spiel unfassbar verbessern. Ich habe jetzt hier 20 Chunks geladen. In 20 geladenen Chunks. Es ist halt eine komplett neue Welt. Es ist eine komplett neue Welt, Digga. Ich kann gar nicht meine Gefühle in Worte fassen. Genau, ab hier geht's los, Digga. Das sieht man halt. Das sind halt die Sachen. Digga, das kann ich nicht vermeiden. Was soll ich machen? Sowas wie hier, das sieht man halt dann krass, ne? Also das sind halt Dinge, die kommen jetzt so vor. Digi, dass hier ab und zu so ein Biom ultra wacker Wechsel ist. Und auch der Wechsel hier in den Oceans etc. Das passiert halt jetzt manchmal. Genau, das hier, das Pilzbiom dort hinten ist auch noch von davor. Also das habe ich extra gelassen, die Pilzbiome. Generell, wir haben zwei Pilzbiome entdeckt, die habe ich gelassen. Und der Rest drumherum ist alles neu generiert. Das sind alles neue Biome. Oh, wie schön einfach, Digga. Es ist so... Oh, fick mein Poloch, was ist denn das hier? Wie schön ist denn das? Soll ich einfach mal hier irgendwo reingehen? Oh, Digga. Digga, wie schön ist das bitte? Wie schön ist das bitte? Oh, Bruder, was ist das denn? Ach du Scheiße. Oh. Und was ist das? Warum sehe ich hier alles? Das ist ja kacke, Digga. Warum sehe ich hier alles unter Wasser? Das ist aber ein Mod-Tool. Oh, das will ich gar nicht eigentlich, Bruder. Da muss ich nochmal nach Dings gucken. Das sind gerade alles komplett neu geladene Chunks, die wir hier erkunden. Also es wird alles neu geladen und wir haben ein flüssiges Game. Komplett flüssig. Ja, es ist halt nicht... Also ich weiß nicht, Digga, aber es... Es ist halt auch nicht so groß, wie ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Wenn man sich den Berg jetzt vielleicht von unten anguckt, ist es dann vielleicht nochmal ein anderes Bild. Ich weiß, also es flasht mich nicht so. Oh, wobei der hier schon... Oh, okay, das hier sieht schon echt heftig aus. Das hier sieht schon Real Talk echt heftig aus. Oh, Bruder. Ui. Ja, das pumpt schon echt krass. Oh, ich muss niesen. Ach Gott, mein halber Hals ist mit rausgeflogen. Ah, oh, tat es weh. Aua. Hier, oh, das ist ein Spawner. Ein Spawner. Ein Spawner, Digga, brauche ich gar nicht. Aber geil. Schön, sowas zu finden. Die Schallplatten brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Es ist... Das ist so OP-Gap, Digga. Ja. Ich habe es gar nicht realisiert, Junge. Wir haben einen OP-Gap gefunden. Oha, oha, oha. Mashallah, Junge. So nämlich in einem Spawner. Let's go! Ich dachte, ach, da ist ein Gap drin. Ich hätte ihn fast liegen gelassen, ich schwör. Ich möchte immer noch erwähnen, das ist alles neu geladen. Also es wird gerade alles neu geladen, Chat. Das, was man hier sieht, ist alles neu geladen. Such mal nach einem Azela-Tree. Ach so, da habe ich mich schon spoilern lassen. Das habe ich schon vor Monaten gesehen. Du meinst diese Trees, die so besonders aussehen und darunter ist eine riesige Höhle? Wenn du ein Azela-Tree findest, ja, dann muss ich erstmal einen finden. Das ist halt, Digga, das ist halt geil. Guck mal, das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon offscreen gesehen, Digga. Das ist so geil geworden. Zum Beispiel hier sieht man es am besten. Ich habe gesagt, okay, das ist die Creeper-Farm, die bleibt mit Chunks drumrum. Und alles, was ihr hier drumrum seht, ist neu gespawnt. Das ist geil, oder? Sagt ehrlich, warte, ich stelle mal die Chunks noch ein Stück hoch. Das ist halt Real Talk unfassbar nice geworden hier mit der Creeper-Farm. Das kommt schon echt wild. Real Talk, das kommt sehr, sehr wild. Ah, hier zum Beispiel, Digga, die Mesa-Berge. Geil, dass es die gibt, doch. Also sie gibt auf jeden Fall, die Höhlen-Chat. Die brauchen nur, glaube ich, die optimalen Bedingungen, um zu spawnen halt. Ne, hier gehe ich jetzt mal nicht weiter runter. Aber das ist sehr geil, Bruder. Oh, das ist super wild. Ach, fick mein Poloch. Oh mein Gott. Oh, ich habe Gänsehaut. Genau das habe ich die ganze Zeit gesucht. Ach, du Scheiße. Das, genau das habe ich mir vorgestellt, wenn ich sage, ich rede von 1.18 Welt Generation. Genau das, Bruder. Genau das. Hier, tiefer See vorne dran, ultra, ultra tief. Dann bam und dann diese fetten Mesa-Biomberge dahinter. Junge, wie geil ist denn das bitte? Holy shit, Mann. Was? Guckt euch das mal bitte an, Alter. Oh, Bruder, ich muss so los. Er bekommt gerade einen Orgasmus. Ja, ihr checkt das nicht, Digga. Ihr checkt nicht, wie krass das ist, dass sowas zu sehen als Typ, der... Also, ich war immer eingeschränkt von der Bauhöhe in Minecraft. Immer, Digga. Die Bauhöhe war... Oh, was ist das denn für eine geile Scheiße?
Oh, Bruder! Oh! Ein schwebender Mineschacht! Alter, wie geil, Junge! Ey, dieser Spot ist so sexy. Und ich möchte sagen, ich renne da gerade 33 Chunks in der 1.18 und ich habe 150 FPS. 32 Chunks renne ich und ich habe 150 FPS. Ich werde heute Abend so auf diese Minecraft, ich werde mir den Stream öffnen auf Twitch und werde danach so auf diesen Minecraft-Stream jacksen. Ich schwöre, das sieht so geworldet terraformed aus, weil es so riesig ist, diese Berge. Und das Ding ist, bei den Bergen, also was halt ultra heftig ist, wir können mal an den höchsten Punkt von dem Berg da mal fliegen. Okay, warte mal. Der höchste Punkt ist gerade mal bei Höhe 252 hier. Bei Höhe 252 und ich könnte hier eigentlich noch ein Haus oder einen Turm drauf bauen, der noch 60, 70 Blöcke in die Höhe geht. Und das ist halt das unfassbar Kranke daran. Versteht ihr, wie ich meine? Stellt euch mal vor. Warte, ich kann euch das ja zeigen. So. Maximale Bauhöhe 319. So, ihr müsst euch vorstellen, das ist dort oben die maximale Bauhöhe, wo dieser Turm steht, okay? Wir sind jetzt auf Höhe, warte mal, ich guck mal hier unten. Wir sind jetzt auf Höhe 66 und jetzt passt auf, wie unfassbar impulsant das wirken wird. Und jetzt stellt euch vor, wir hätten nochmal nach unten hin 120 Blöcke, also diesen Turm doppelt nochmal oben drauf. Und so groß werden die Wolkenkratzer bei meiner Skyline. Und jetzt wisst ihr, warum ich so eine Todes-OP-Farm baue in egal was. Egal, ob es Quarz ist, egal, ob es Farbstoffe sind, egal, ob es Sanddupe ist, egal, ob es Kies ist. Ich baue diese OP-Farm, weil ich weiß, dass ich diesen Stuff brauchen werde. Checkt ihr, warum ich das sage. Digga, die Bauwerke, die entstehen können durch diese Bauhöhenerweiterungen, sind überhaupt nicht annähernd vergleichbar mit Bauwerken, die es jemals zuvor gab. Das kannst du nicht vergleichen, weil diese Bauwerke mit dieser Bauhöhenerhöhung viel impulsanter und viel, viel kranker werden als alles, was ihr jemals zuvor gesehen habt. Digga. Minecraft ist schon eine Schönheit. Also auch ohne Shader. Soll ich mal Shader reinmachen, Digga? Oh, und ich kann flüssig spielen, junge Mann. Was ist das für eine geile Scheiße? Oh. Mit Shader, Junge. Ich habe noch nie ein MLG mit Shader gemacht. Was ist denn das für ein Ocean, Bruder? Hier ist nichts. Das ist der perfekte Spot. Alter, wisst ihr, was wir, glaube ich, gerade gefunden haben? Alter, was ist das denn? Warum sind hier zwei Pilzbiome nebeneinander? Hä? Also, ich glaube, das ist scripted. Hä? Eine Pilzbiominsel? Zweite Pilzbiominsel. Da hinten dritte Pilzbiominsel. Haben wir hier zufällig noch eine vierte im Angebot oder so? Ne, noch eine gibt's nicht. Also ich wollte schon sagen, das wäre jetzt auch zu krass gewesen, Alter. What the fuck? Warte, ich will mir mal kurz die andere Insel angucken. Und danach will ich nochmal zu dem Ocean fliegen. Weil ich sag euch ehrlich, ich glaube, der Ocean ist ein super Place, um dort die Skyline zu bauen. Tatsächlich. Und ich würde den tatsächlich auch dafür schon festmachen jetzt. Auch wenn es erst in 3 Jahren stattfinden wird mit der Skyline. Ist schon mal gut. Ja, Digga, wir haben einfach 1, 2, 3. Wir haben 3 Pilzbiominseln. Mashallah. Ich glaube, so einen großen Ocean habe ich noch nie vorher gesehen. Also ein Ocean, der straight up so mit purer Wasserfläche voll ist. Guck, das geht hier noch weiter hier hinten. Ja, das ist festgemacht, Digga. Das hier wird höchstwahrscheinlich der Place to be für die Skyline später. Und das... Hä? Nee. Was ist das denn? Sind Pilzbiome nicht mega selten eigentlich? Pilzbiome findet man doch nur super, super selten, oder nicht? Wie kann es denn sein, dass ich hier 4 Pilzinseln mit der nebeneinander gefüllt finde? Oh. Was finden wir hier? Was finden wir hier? 2 so eine Bäume nebeneinander, willst du mich flanken, oder was? Höhle. Sollen hier nicht eigentlich diese fetten Höhlen drunter sein? Eigentlich. Oh, ja, fett ist jetzt was anderes. Und ich würde diesen Platz, diesen Ocean festmachen als den Ocean, wo wir später die Skyline bauen werden, die ich geplant habe, die ich vorhab zu bauen. Weil dieser Ocean von der Größe auch meinen Dimensionen entspricht, die ich ausrichten will. Und da natürlich wenig Blöcke sind, die man wegsprengen muss. Ich will eigentlich nicht so doll in Snow-Biomes.
Sag ich euch ehrlich, die Snowbiome hier, die triggern mich eher. Weil ich bin auch gar kein Fan davon, ein Snowbiome zu bauen oder so. Ich kann mir auch gar nichts vorstellen zu bauen. Das ist kalt, hier will man nicht gerne leben. Was willst du hier Geiles bauen? Außer so eine diebe Festung von irgendeinem Bösewicht, der so, aber so ein richtig Abfuck-Bösewicht, wisst ihr, wie ich meine? So ein richtig scheiß Typ einfach. Boah, Bruder, der ist so fett. Oh, aber das sieht schon geil aus hier. Oh. Die Berge sind halt so geil. Das sieht aus wie Custom Generated. Wirklich jetzt, weil die auch so groß sind. Oh. Real Talk, das ist so wunderschön. Warte, wir machen mal Shader rein. Vergiss, was ich gesagt habe. Oh. Das sieht so überhaupt nicht nach Minecraft aus. Was? Boah. Heftig. Ich hab so Gänsehaut. Du willst mich doch verarschen. Das sieht so heftig aus. Ach du Scheiße, Mann. Oh, Bruder. Es sieht so... Ich kann mich daran gar nicht satt sehen, Chat. Könnt ihr euch daran satt sehen? Es ist nichts hier gemoddet. Nichts, Digga. Es ist einfach die normale Generation. Außer halt Amplified, ne? Amplified ist halt... Achso, ich wollte euch noch einen Bug zeigen. Also wir haben... das Ding ist... Es hat bisher alles super funktioniert, was die Chunk-Aktualisierungen bei den einzelnen Bauprojekten angeht. Eine Sache hat aber bei dem Löschen der Chunks und dem Neugenerieren der Chunks leider nicht funktioniert. Und das zeige ich euch jetzt mal. Wir hatten ja hier immer schon Chunk-Fehler. Das sieht man dort auch. Der Chunk-Fehler war schon immer da. Der ist jetzt nicht weg. Das kam, glaube ich, mal durch ein Weltupdate von der 1.16 auf die 1.17. Ich weiß nicht ganz, wie das passiert ist. Ich glaube, mit dem Lag hing das zusammen und dann mit der Welterstellung. Das hier sind neu geladene Chunks, alles, was ihr hier seht. Das ist alles 1.18 meine ich. Und das hier sind noch alte Chunks und dann hier. Irgendwo hier waren aber 90 Grad Wände nach oben. Und die waren verbuggt. Ich glaube, das war sogar die alte Version, lol. Also es gab halt einen Chunk, der so nach oben rausgeschossen ist. Genau hier. Das war die 90 Grad Wand, Digga. Also irgendwie hier der Chunkstreifen hier hat an sich irgendwann mal gelitten. Ich weiß jetzt nicht wann, wie, warum. Also der Chunkstreifen hier bis hier hinten hebt sich eigentlich ab von der anderen Masse. Aber hier hinten geht es sich weiter zum Glück. Also es ist kein Chunkstreifen, der sich so durch die gesamte Welt zieht. So, jetzt waren wir. Also wir haben kontrolliert. Schneekugel brauchen wir nicht. Creeper Farm haben wir. Da haben wir Hexenfarm drumherum geguckt. Wir haben hier das abgearbeitet. Also End ist halt End. Ne? Da gibt es nicht viel zu gucken in der Overworld. Bei uns zu Hause ist alles okay. Und mehr Farm habe ich, glaube ich, nicht. Sonst, die Mods laufen alles. 1.18 ist super, super wild. Ist sehr, sehr geil, Digga. Und was ich halt am geilsten finde, ist das hier, Bruder. Das hier. Einfach das hier, Bruder. Das ist so, so geil einfach. Ich finde das so geil, dass du jetzt noch weiter runterbauen kannst. Das gibt mir auch schon für die Farming Area so viele Möglichkeiten, Digga. Unfassbar, wirklich. Oh, warte kurz. Ist das? Oh mein Gott, Digga. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will mal so eine große Höhle sehen. Und ich hatte sie die ganze Zeit unter meinem fetten Fettsackarsch und habe nicht mal nachgeguckt. Und ich bin jetzt gerade mal auf 40. Eigentlich kann ich mich noch tiefer bauen einfach. Okay, Jungs. Würde ich sagen, hat super viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt los und bauen jetzt weiter an dem Lagersystem für die wunderschöne Blumenfarm, nachdem wir jetzt hier auf der 1.18 sind. Mit neuen Performance-Mods. Bedeutet, hoffentlich funktioniert die am Ende auch. Ja, let's go.